Herzlich willkommen zu den virtuellen Patiententagen zu den neuesten Erkenntnissen zu Corona. Mein Name ist Wolfgang Laluschek und ich arbeite als Neurologe und Coach in Wien. Angst und Stress sind für viele Menschen seit Monaten ständige Begleiter. Sorgen vor eigener Erkrankung oder der Erkrankung naher Angehöriger, vor allem wenn ich zu einer Risikogruppe gehöre, existenzielle und berufliche Probleme, Homeschooling-Belastung oft verbunden mit Homeoffice, Ausgangssperren, Kontakteinschränkungen und vieles mehr führen zu Gefühlen wie Ängsten, Panikattacken, Depressionen, ständigen Sorgen und Grübeln, dem Gefühl von Einsamkeit und Isolation und vor allem auch einem Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit der Situation gegenüber. Neben diesen gravierenden emotionalen Auswirkungen hat all dies auch schädigende Folgen für unsere generelle Gesundheit und für unser Immunsystem. Umso wichtiger ist es, dass wir uns fragen, was können wir tun? Was sind nun Zeichen psychischer Überbelastung? Zum einen Niedergeschlagenheit, Verlust von Freude oder Vorfreude, Ängste, Antriebslosigkeit oder auch Gereiztheit, Schlafstörungen selbstverständlich, aber auch ein Verlust der eigenen Lust auch im Bereich der Sexualität, Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen, übermäßiges Verlangen nach Genussmitteln wie Alkohol, Süßem oder auch Zigaretten, aber auch körperliche Beschwerden ohne eindeutige organische Ursache, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder andere Schmerzen, Verdauungsprobleme, Herz-Kreislauf-Probleme mit Blutdruckschwankungen und vieles mehr. Was können wir also tun? Dazu ein kurzer Blick in unser Gehirn, wie es vor 150 Millionen Jahren erstmals in der Geschichte der Erde als Säugetiergehirn entstanden ist. Denn uns Säugetieren, auch wir zählen ja zu den Säugetieren, wurden von der Natur bereits vor 150 Millionen Jahren entscheidende Fähigkeiten in unserem Gehirn eingebaut, die für die Bewältigung unserer heutigen Situation ganz zentral sind. Zum einen hat uns die Natur ein sogenanntes Bindungsverhalten mitgegeben. Das führt zu Brutpflege, zu sozialen Beziehungen, zu Nähe. Und die Natur hat das gemacht über ein Hormon, einen Botenstoff, der uns bei nahen Beziehungen ein wunderbares, angenehmes, kuscheliges Gefühl macht. Man bezeichnet es mittlerweile auch als Kuschelhormon. Es ist das sogenannte Oxytocin. Und neben diesen angenehmen Gefühlen, wenn wir nahe gute Beziehungen erleben, hat dieses Oxytocin auch noch weitere wichtige Wirkungen. Einerseits reduziert es die negativen Auswirkungen von Stress auf unseren Körper. Andererseits lässt es uns belastende, manchmal richtig gehend traumatisierende Ereignisse gemeinsam wesentlich besser verarbeiten und vergessen. Mittlerweile weiß man sogar, dass die Abbauprodukte des Oxytocins unser Immunsystem stimulieren. So hat man in einer Studie 300 Studentinnen und Studenten mit Schnupfenviren geimpft. Und der stärkste Vorhersagefaktor, wer nicht krank werden wird, war nicht der Fitnesszustand oder bestimmte Blutwerte, sondern diejenigen mit fünf oder mehr guten sozialen Beziehungen hatten signifikant weniger Infekte, trotz einer Impfung mit Viren. All das macht unser Oxytocin und machen nahe Beziehungen. Eine weitere wichtige Fähigkeit und Eigenschaft, die uns die Natur mitgegeben hat, ist unser Neugierverhalten. Die Natur hat dies wieder mit einem Botenstoff im Gehirn gemacht, und zwar dem Dopamin, auch genannt unser Glückshormon. Warum? Weil uns dieses Glückshormon, das Dopamin, wunderbare, angenehme Glücksgefühle verschafft. Und natürlich hat man sich gefragt, nun wie kommen wir zu Dopamin in unserem Gehirn? Die erste Möglichkeit ist naheliegend, immer bei positiven Überraschungen schüttet unser Gehirn ein bisschen Glückshormon aus. Aber erstens wissen wir alle, solche positiven Überraschungen sind nicht allzu häufig. Und das Wichtigere noch, wir können uns ja keine Überraschung selbst vorbereiten. Das heißt, sie sind nicht in meinem eigenen Einflussbereich. Und das wäre ja ein trauriges Leben, wenn unser Glücksgefühl nur von seltenen Ereignissen abhängig wäre, die wir nicht einmal selbst beeinflussen können. Wie kommen wir also zu Dopamin, zu Glückshormon im eigenen Einflussbereich? Dazu hat die Hirnforschung Folgendes festgestellt. Wir brauchen drei Bedingungen. Die erste Bedingung ist noch relativ einfach. Wir brauchen ein Ziel. Ziele haben wir meistens mehr als genug. Die zweite Bedingung, wir müssen uns bemühen, wir müssen uns anstrengen, um dieses Ziel zu erreichen. Und je mehr bemühen, umso mehr Dopamin nachher. Fragen Sie beispielsweise einmal einen Bergsteiger, warum er nicht mit der Seilbahn auf den Gipfel fährt. Er wird Ihnen vermutlich antworten, dass das für ihn dann danach kein Glücksgefühl ist.
Aber jetzt kommt's, die dritte Bedingung, denn die geht uns im heutigen Leben und Arbeitsleben so häufig verloren. Wir müssen zeitnah, möglichst unmittelbar sehen und erleben, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Die Dinge müssen sich durch unser Bemühen vor unseren Augen verändern. Man könnte auch sagen, wir müssen den Erfolg unserer Bemühungen mit eigenen Augen sehen. Erfolgreich handeln macht glücklich, könnte man sagen. Was ist nun die größte Belastung auf der anderen Seite? Nicht unbedingt sehr viel zu tun zu haben, auch gar nicht einmal bestimmte Ängste. Die größte Belastung ist das Gefühl, nichts tun zu können. Dies führt nämlich zu Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit, und wir wissen, dass diese Gefühle der stärkste krankmachende Stressfaktor ist, den wir kennen. Es führt zu Depressionen, zu Angstzuständen, es führt im Körper zu einer massiven Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, das langfristig viele schädliche Wirkungen auf unseren Körper und unseren Geist hat und eine wochenlange Wirkung hat. Unter anderem führt es zu einer massiven Immunschwäche. Was können wir also aktiv tun, um diesem Gefühl entgegenzuwirken? Dazu müssen wir uns zuerst einmal fragen, was ist denn die größte Gefahr auf diesem Weg, aktiv etwas zu tun? Was ruft dieses Gefühl der Hilflosigkeit am meisten hervor? Und hier möchte ich noch zu einem Thema kommen, das mittlerweile allgegenwärtig ist: Ablenkung und Multitasking. Wir wissen nämlich, dass unser Gehirn uns sich gar nicht auf mehrere Aufgaben gleichzeitig konzentrieren kann. In Wahrheit schalten wir beim Multitasking blitzschnell zwischen den Aufgaben herum. Und was passiert, ist Folgendes. Jedes Mal beim Umschalten von einer Aufgabe zur nächsten wird unser Arbeitsspeicher um 40% ausgelastet, allein durch das Umschalten. Das heißt, das Umschalten beim Multitasking verursacht schon 40% geistigen Leistungsverlust, ohne dass wir noch irgendetwas erledigt hätten. Aber es kommen noch andere, noch schlimmere Effekte dazu. Denn jedes Mal, wenn wir von A nach B umschalten, ist unser Arbeitsspeicher für kurze Zeit leer. Das sind nur Sekundenbruchteile, die wir bewusst gar nicht merken. Aber unser Unterbewusstsein nützt es, um uns alle belastenden, sorgenbehafteten Erinnerungen in unser Bewusstsein zu spielen. Dies hat vermutlich noch mit der Steinzeit zu tun, als unser Gehirn entstanden ist und die belastenden Erinnerungen häufig lebensbedrohliche Sachen waren. Das heißt, diese negativen Erinnerungen haben leider auch beim gesunden Menschen im Gehirn Vorfahrt vor den positiven Erinnerungen. Das heißt, sobald ich anfange, zwischen mehreren Dingen herumzuschalten, kommt es zu einer hohen emotionalen Dauerbelastung, zu einem Gefühl des Getriebenseins und ich kann Wichtiges von Unwichtigem nicht mehr wirklich unterscheiden. Ein dritter wesentlicher Effekt hat nun etwas mit unseren Glücksgefühlen zu tun, beziehungsweise der Abwesenheit von Glücksgefühlen, denn wir neigen dazu, vieles anzufangen, aber nur wenig fertig zu machen. Damit rauben wir uns aber die Dopaminausschüttung im Gehirn, haben keine Erfolgserlebnisse, keine Glücksmomente und am Abend fragen wir uns, ich bin zwar müde, aber was habe ich heute eigentlich weitergebracht? Und der vierte Effekt macht das Ganze nun vollständig. In unserem Gehirn gibt es nämlich ein sogenanntes Leerlaufnetzwerk oder auch Default Mode Network auf Englisch genannt. Dieses ist dann aktiv, wenn wir nichts Besonderes zu tun haben und hilft, es geht das Gehirn im Ruhezustand zu stabilisieren, so wie der Leerlauf des Motors. Bei Menschen, die tagsüber häufig mehrere Dinge gleichzeitig machen, wird dieses Default Mode Network instabil und anfällig für störende Gedanken. Das heißt, auf der Couch zu sitzen, nichts zu tun zu haben, ist kein angenehmer Zustand mehr. Wir sind ständig weiter unter Stress und können nicht mehr regenerieren. Dann beißt sich aber die Katze vollends in den Schwanz, denn dann sind wir am nächsten Tag nicht ausgeruht und noch weniger leistungsfähig. Welche Schlussfolgerung können wir daraus ziehen? Was ist die Therapie dieser Diagnose Multitasking? Nun, die Therapie ist ganz einfach: Fokus und sichtbare Erfolgserlebnisse im Laufe meines Tages. Und dazu brauchen wir einen Zustand, den wir als Single Tasking bezeichnen. Ohne Fokus ist es auch ganz sinnlos, dass ich Ihnen alle möglichen anderen Tipps und Maßnahmen sage, denn ohne Fokus werden Sie überhaupt nichts erreichen und nichts umsetzen. Das heißt, fokussiert an Dinge heranzugehen, sich auf eine Sache zu konzentrieren, ist das Fundament aller anderen Erfolge, die Sie erreichen werden. Bauen Sie in Ihrem Tag ganz gezielt Phasen von Single Tasking ein, die Sie auch schon im Kalender vermerken, sei es am Computerkalender oder in Ihren handschriftlichen Notizen, wo Sie nicht gestört werden, wo Sie nicht merken, dass Sie eine neue Nachricht bekommen, wo Ihr Handy lautlos geschaltet und außer Sichtweite ist und wo Sie sich mit voller Konzentration einer Sache widmen. Die meisten Menschen von uns beginnen nun ihren Tag schon mit dem Checken aller neuen Nachrichten.
Damit bringen wir unser Gehirn aber von 0 auf 100 in den Multitasking-Zustand. Das heißt, die Empfehlung wäre, am Beginn des Tages oder zumindest am Ende des vorangegangenen Tages auch noch gut zu notieren, was sind meine Ziele des heutigen Tages? Was sind meine To-Dos? Und dann empfehle ich, eine zweite Liste zu machen mit all den anderen Dingen, die auch noch zu erledigen sind, auf eine zweite Liste und diese Liste sichtbar durchzustreichen. Ihre Not-To-Do-Liste. Was sind die Nicht-Ziele des heutigen Tages? Das hilft nämlich ein Unterbewusstsein, diese Dinge viel, viel besser loszulassen und sie können sich voll auf die Umsetzung ihrer To-Dos konzentrieren. Ansonsten schreibt unser Unterbewusstsein all diese anderen Dinge auf eine ungeschriebene To-Do-List und die ist nie fertig und das Gefühl ist, ich arbeite so viel, ich leiste so viel, ich versuche so vieles zu erledigen und es ist ja nie fertig. Dieses Gefühl ist natürlich sehr gesundheitsschädlich. Also To-Dos, Not-To-Dos, Fokus und Single-Tasking, das ist das Fundament aller anderen Dinge. Was können wir noch tun? Damit in Zusammenhang schaffen Sie sich auch andere Glücksmomente in Ihrem Tag. Zum Beispiel einen netten Kuchen zu backen, ein schönes Familienalbum anzusehen, etwas, was Ihnen Freude macht und etwas, was Sie mit Hingabe tun. Dieser wunderbar altmodische oder scheinbar altmodische Begriff, der eines suggeriert, dass wir nämlich etwas mit voller Aufmerksamkeit tun, wo wir uns auch bemühen, es möglichst gut zu machen, das aber nicht mit Stress verbunden ist. Das kann, wie gesagt, das Kuchenbacken sein, Klavierspielen, Gärtnern, Handarbeiten, was auch immer Ihres ist. Übrigens, Freude, Aktivität und Erfolgserlebnisse, die wir damit erreichen, steigern die Anzahl unserer Abwehrzellen und den Spiegel der Antikörper ganz signifikant. Viel zu oft konzentrieren wir uns außerdem auf unsere Stärken. Ich würde Sie viel eher fragen, was hat Ihnen bisher geholfen, Krisen zu meistern? Sie haben sicherlich auch jetzt schon bisher schon schwierige Phasen in Ihrem Leben gemeistert und durchgestanden. Was hat Ihnen dabei geholfen? Wie haben Sie das geschafft? Was würde wohl Ihre beste Freundin oder Ihr bester Freund über Ihre besten Stärken sagen? Und wenn Sie schon einmal über Ihre Schwächen nachdenken, welcher Ihrer scheinbaren Schwächen wollten Sie denn schon immer den Kampf ansagen? Dazu eine wichtige Information. Damit ein neues Verhalten Gewohnheit wird, braucht unser Gehirn 28 Wiederholungen. Das heißt, die ersten 28 Mal wird es vielleicht immer noch eine kleine Überwindung sein, aber dann haben Sie eine gute Chance, dass ein neues Verhalten zu einer guten neuen Gewohnheit geworden ist. Sehr hilfreich auf dem Weg zu psychischer Stärke ist auch das Führen eines Tagebuchs. Und zwar eines Erfolgstagebuchs, könnte man sagen. Was habe ich heute erledigt? Was habe ich geschafft? Was ist mir in den letzten Tagen besonders gut gelungen? Oder auch, wofür bin ich heute dankbar? Das kann auch eine Kleinigkeit sein. Wir wissen aus Studien, dass Menschen, die solche Tagebücher führen, innerhalb weniger Wochen signifikant zufriedener und glücklicher in ihrem Leben sind, besser entspannt sind, besser schlafen und weniger Beschwerden haben. Ängste sind natürlich ein wichtiges Thema. Und eine der häufigsten Reaktionen auf Ängste ist, dass wir versuchen, diese Ängste zu verdrängen, vor ihnen davonzulaufen. Doch unsere Ängste haben die unangenehme Eigenschaft, sobald wir ihnen davonlaufen wollen, laufen sie uns umso schneller nach. Der erste wichtige Schritt ist es daher, dass wir uns unseren Ängsten stellen. Was sind diese Ängste? Vielleicht möchte ich mir auch oder kann ich mir auch einen eigenen Termin ausmachen mit mir selbst, wo ich mir vornehme, dass ich mich mit einer Angst, die mir den ganzen Tag im Kopf herumgeht, einmal wirklich fundiert und ausführlich beschäftige, sie wirklich bis zum Ende durchdenke. Das kann unserem Unterbewusstsein sehr helfen, von dem ständigen Grübeln loszulassen. Wichtig ist nur, diesen Termin mit mir selbst muss ich auch wirklich einhalten, denn sonst werde ich vor mir selbst unglaubwürdig und dann hilft es nichts mehr. Ganz, ganz wichtig und hilfreich natürlich auch mit anderen über meine Ängste sprechen. Keine Sorge, sie zeigen nicht Schwäche, sondern Offenheit und Mut, wenn sie mit anderen auch über ihre Ängste sprechen. Ganz wichtig dabei, bitten Sie Ihr Gegenüber, Ihnen einfach einmal zuzuhören und zu versuchen, Sie zu verstehen, anstatt gleich zu antworten und mit guten Ratschlägen zu kommen. Denn wir wissen auch, jeder Ratschlag kann auch ein Schlag sein. Und manchmal ist es viel, viel hilfreicher, wenn uns einfach einmal jemand wirklich zuhört. Eine weitere Sache ist, dass Aktivsein das beste Mittel gegen Angst ist. Und da komme ich wieder zu unserem Single-Tasking, dem Fokus, unseren Erfolgserlebnissen zurück. Suchen Sie sich etwas, wo Sie aktiv sein können, und ich werde auch jetzt gleich noch ein paar Worte dazu sagen.
Davor aber noch eine andere Sache. Only bad news are good news, sagt man. Das heißt, negative Schlagzeilen verkaufen sich viel besser als gute Schlagzeilen. Das wissen unsere Medien. Bitte halten Sie sich fern von medialer Panikmache. Einmal am Tag Nachrichten schauen ist völlig ausreichend für Ihre Information. Konzentrieren Sie sich auf seriöse Medien, denn ansonsten macht es Ihnen außer einer schlechten Stimmung überhaupt keinen Effekt. Schlaf ist noch etwas ganz Wichtiges. Neben dem Aktivsein brauchen wir auch Regeneration. Ausreichender Schlaf ist ganz zentral für unsere Psyche und für unser Immunsystem. Sogenannte Schlafhygiene bedeutet, dass mein Schlafzimmer ruhig, dunkel ist, leise ist und dass ich auch im Schlafzimmer nichts anderes tue, also es nicht als Arbeitszimmer verwende. Dass ich vor allem auch regelmäßige Zu-Bett-Gehzeiten habe, denn der Körper stellt sich darauf ein. Übermäßige Genuss- und Suchtmittel, vor allem Alkohol, stört unseren Schlaf ganz massiv übrigens. Wir schlafen zwar schneller ein, aber das Tiefschlafen ist stark gestört. Am nächsten Tag sind wir nicht ausgeschlafen. Und vermeiden Sie elektronische Medien am Abend. Diese aktivieren das Gehirn nämlich sehr, sehr stark und wir können viel schlechter ein- und durchschlafen. Im Zusammenhang mit dem Schlaf sind auch Regelmäßigkeit und Rituale sehr, sehr hilfreich. Das können eine kurze Morgenmeditation sein, eine ruhige Dusche in der Früh, eine kleine Bewegungseinheit, Yoga, ein ausgedehntes Frühstück oder auch Ihr Lieblingsbuch am Abend vor dem Einschlafen oder auch etwas tagsüber. Suchen Sie sich etwas, das zu Ihnen passt, das Sie gerne machen möchten, vielleicht etwas, das Sie immer schon beginnen wollten. Und solche Rituale, das Wissen weiß die Menschheit seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, helfen uns sehr zu geistiger Ausgeglichenheit und Stabilität. Auch sehr wichtig, neben dem Schlaf und Ritualen, andere Möglichkeiten der Entspannung. Wir wissen aus vielen Studien, dass Dinge wie Yoga, Qigong, Tai Chi, Meditation oder sogenanntes achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, MBSR oder autogenes Training unser Wohlbefinden, unsere Entspannung, aber auch unsere körperliche Gesundheit und unser Immunsystem massiv unterstützen. Menschen, die regelmäßig meditieren oder die einmal in der Woche Tai Chi machen, haben um 70% höhere Spiegel von Abwehrzellen. Ähnliche Effekte hat man in vielen anderen Studien gefunden. Es gibt heutzutage sehr, sehr viele Online-Möglichkeiten, Online-Kurse, wo Sie eine dieser Dinge beginnen können. Suchen Sie sich etwas, das Ihnen am besten passt und das Sie am meisten interessiert. Ich habe jetzt gerade gesprochen über mentale Stärke, über Schlaf, über Stressverarbeitung. Andere wichtige Themen, um optimal gestärkt zu sein, sind natürlich noch Ernährung, Bewegung, soziale Gesundheit. Dazu werden Sie von Kolleginnen und Kollegen im Laufe dieser Patiententage noch mehr und tiefergehendes hören. An dieser Stelle möchte ich Sie auch auf die Initiative Gemeinsam aktiv aufmerksam machen. Hier finden Sie sehr, sehr hilfreiche Tipps, die besten Tipps für eine starke Psyche zur Entspannung für Ihre soziale Gesundheit unter www.gemeinsamaktiv.at. Sollten Sie einem Unternehmen oder einer Organisation angehören, darf ich Sie aufmerksam machen auf unser Gesundheitsprogramm My21. Wir haben hier gemeinsam mit einer Gruppe von Expertinnen und Experten ein evidenzbasiertes Gesundheitsprogramm zur optimalen Stärkung innerhalb von 21 Tagen zusammengestellt, das wir gemeinsam mit Unternehmen und Organisationen sehr erfolgreich durchführen. Nun, zum Abschluss dieses Beitrags möchte ich noch zu Ihren Fragen kommen. Die erste Frage war, wenn man zu Panikattacken neigt, wie geht man am besten damit um, wenn man eines Tages plötzlich den Verdacht hat, dass man selbst Covid-19 infiziert ist? Ich würde sagen, jetzt schon gut vorbereitet sein. Jetzt schon diese Zeit nutzen, um eine Tagesstruktur zu schaffen, um Rituale zu üben, um Entspannungsmethoden zu lernen und zu üben. Mir auch jetzt schon einen Plan machen, was ich wirklich tun sollte, wenn bei mir der Verdacht auf eine Infektion vorhanden ist. Wen rufe ich an? Mit wem kann ich sprechen? Kann ich jetzt schon vielleicht meinen Hausarzt, meine Hausärztin kontaktieren und mich versichern, dass er oder sie für mich da ist? Und mir auch bewusst machen, die Mehrzahl der Infektionen verläuft zum Glück leicht. Auch bei älteren Personen sind leichte Verläufe eher die Regel als die Ausnahme. Eine nächste Frage. Mittlerweile bin ich sehr gestresst, wenn ich im Supermarkt oder der Bahn viele Leute in meiner Nähe habe. Wie soll ich mich verhalten? Es ist sinnvoll, die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Masken,
Abstand, Händedesinfektion. Wenn möglich auch Stoßzeiten zu meiden. Die sogenannten FFP2-Masken schützen auch die Trägerin oder den Träger. Noch sicherer, vielleicht wenn sie zu einer wirklichen Risikogruppe gehören und Angst in großen Menschenmassen haben. Die sogenannten FFP3-Masken, die auch medizinisches Personal verwendet, schützen noch sicherer. Gibt es Gewohnheiten, die ich mir antrainieren kann, die mir helfen, mit der Pandemie besser umzugehen? Wenn ja, welche? Und wie schaffe ich es, dass sie zur Gewohnheit werden? Es ist manchmal schwer, den inneren Schweinehund zu überwinden und zum Beispiel rauszugehen, auch wenn ich weiß, dass es gut wäre. Nun, wie ich schon vorhin erwähnt habe, unser Gehirn braucht 28 Wiederholungen, bis ein neues Verhalten zur Gewohnheit wird. Und oftmals investieren wir viel, viel mehr Energie in unseren sogenannten inneren Schweinehund als in die Tätigkeit selbst. Eine schöne Anekdote habe ich einmal gehört, als ich von dem Gründer dieser sogenannten von mir schon erwähnten MBSR-Methode Folgendes gehört habe. Seine Methode beinhaltet tägliche Meditationseinheiten von etwa 40 bis 45 Minuten und seine Studentinnen und Studenten sagten zu ihm, John, so war sein Vorname, John, es ist so anstrengend, jeden Tag eine Dreiviertelstunde zu meditieren, hast du nichts Leichteres? Er antwortete, you don't have to like it, just do it. Du musst es nicht unbedingt lieben, tu es einfach. Hinauszugehen und ein bisschen Sport zu machen, erfordert nur, dass ich mich umziehe, dass ich mir die Sportschuhe anziehe, dass ich aufstehe, die Türe aufmache und hinausgehe. Ich selbst habe oft Patienten mit starken Erschöpfungszuständen, aufgrund psychischer Überlastung zum Beispiel oder Schlafstörungen. Ich gebe meinen Patientinnen und Patienten dann gerne folgende Aufgabe mit, wenn ich weiß, dass Sport beispielsweise für sie gut wäre. Ich sage ganz gerne, bis wir uns das nächste Mal sehen, möchte ich gerne, dass sie einmal am Tag sich das Sportgewand anziehen und 5 Minuten vor die Tür gehen. Wenn Sie dann länger machen wollen, wenn Sie länger aktiv sein wollen, können Sie das gerne tun, aber 5 Minuten ist mir ausreichend, wenn Sie mir das berichten. Denn viel, viel wichtiger als die Dauer und die Intensität ist mir das Schaffen einer Gewohnheit. Ich möchte auch Sie wirklich einladen, wenn Sie zum Beispiel, wenn es um Sport geht, horchen Sie auf Ihren Körper, schauen Sie, wonach ihm gerade ist. Sie müssen nicht gleich zu laufen oder irgendetwas Intensives zu tun beginnen. Und wir wissen außerdem, dass zu intensive Bewegung unser Immunsystem sogar schwächen kann. Das heißt, passen Sie auf Ihren Körper auf Ihr inneres Gefühl und natürlich auch auf Ihren Fitnesszustand. Wie gesagt, auch bei anderen Gewohnheiten oder neuen Gewohnheiten. I don't have to like it, I just do it. Was soll's? Nun, eine nächste Frage. Die Angst und der Stress der Leute aus meinem Umfeld reißen mich manchmal ein wenig mit, obwohl ich selbst eigentlich gar nicht so viel Angst habe. Wie kann ich damit umgehen? Nun, wie ich auch schon erwähnt habe, konsumieren Sie nur einmal am Tag Nachrichten. Das ist für die Information völlig genug. Halten Sie sich von Panikmachern in den Medien, aber auch von panikmachenden Menschen fern. Wenn dies nahestehende Menschen sind, die Ihnen wichtig sind, dann drücken Sie diesen Menschen gegenüber aus, wie sehr Sie dieses ständige Gerede über Angst und Stress und das Hadern mit der Situation belastet. Wir wissen außerdem aus psychologischen Studien, wenn Menschen, die eine schwere Belastung durchgemacht haben, eine Viertelstunde über diese Belastung sprechen können und man dann den Rest einer Stunde mit ihnen über etwas anderes spricht, so geht es ihnen nach dem Gespräch und in den nächsten Wochen viel, viel besser, als wenn man eine ganze Stunde mit ihnen über die Belastung oder ein traumatisierendes Ereignis spricht. Das heißt, übermäßige Konzentration auf die Belastungen, sogar übermäßiges Zuhören beim Sprechen über Belastungen, ist gar nicht immer hilfreich. Schauen wir, dass wir kurz zuhören, dass wir uns aber dann auch wieder auf etwas anderes konzentrieren. Eine nächste Frage. Meine Eltern gehören aufgrund ihres Alters und Vorerkrankungen zu Risikogruppen, nehmen jedoch beide die Pandemie nicht so ernst. Ich mache mir große Sorgen, dass etwas sein könnte und dann keine Intensivbetten mehr frei sind. Wenn ich mit ihnen darüber rede, nehmen sie mich jedoch nicht wirklich ernst und spielen die Situation herunter. Ich will meine Eltern nicht bevormunden, aber ihnen klar machen, dass ich mir ernsthafte Sorgen mache. Wie mache ich das am besten? Ihre Sorge um Ihre Eltern ist eigentlich Ausdruck Ihrer großen Liebe. Sagen Sie Ihren Eltern, wie wichtig sie Ihnen sind. Erzählen Sie ihnen auch davon, wie sehr das Verhalten Ihrer Eltern Sie selbst belastet. Andererseits
Haben Ihre Eltern das Recht, ihre eigenen Entscheidungen im Leben zu treffen und darüber zu entscheiden, wie sie selbst mit dieser Situation umgehen möchten? Möglicherweise sind Ihre Eltern wirklich so gelassen. Vielleicht haben Ihre Eltern aber auch noch größere Ängste als Sie selbst. Und diese scheinbare Gelassenheit ist die Strategie Ihrer Eltern, mit dieser Situation umzugehen. Vielleicht fragen Sie sie auch nach ihren Motiven für ihr Verhalten. Das Wichtigste beim Sprechen miteinander ist allerdings die Möglichkeit, dass man einander wirklich zuhört und nicht gleich antwortet, sich rechtfertigt oder Schuldzuweisungen macht, dass man den anderen ausreden lässt. Das gilt für beide, sowohl wenn Ihre Eltern Ihnen zuhören, als auch wenn Ihre Eltern Ihnen etwas erzählen und Sie Zuhörerin oder Zuhörer sind. Eine nächste Frage. Mir ist aufgefallen, dass ich im Moment deutlich mehr Alkohol trinke als sonst. Ich will nicht ganz darauf verzichten, aber natürlich auch nicht süchtig werden. Was sollte ich beachten, damit ich keine Probleme bekomme? Nun, tatsächlich ist es so, dass Alkohol unsere Psyche, aber auch unseren Schlaf und unser Immunsystem stark schwächt. Und gerade beim Alkohol wird eine Gewohnheit recht rasch zu einer suchtartigen Gewohnheit. Vielleicht nicht gleich zur echten Alkoholsucht, aber es hat doch etwas in dieser Richtung zu tun. Meine Empfehlung daher, maximal zweimal pro Woche mäßig Alkohol zu trinken und an den anderen Tagen ganz bewusst am Abend etwas anderes zu konsumieren oder auch eben Tätigkeiten zu machen, die für Sie selbst gar nicht mit Alkoholkonsum verbunden sind. Also hier ist die Frage berechtigt, tatsächlich ein bisschen aufpassen. Eine weitere Frage. Dieses Jahr kommt alles zusammen. Die Pandemie, der Anschlag, politische Unsicherheit in vielen Ländern der Welt. Ich habe Angst davor, was noch alles kommt. Was hilft dagegen? Einerseits sich bewusst machen, dass auch diese Phase vorbeigehen wird. Die Behandlungsmöglichkeiten sind mittlerweile deutlich besser und wirksame Impfungen sind in konkreter Sicht. Und natürlich stimmt es, es gibt auch viele weitere Dinge in dieser Welt, die leider nicht in Ordnung sind und über die wir uns Sorgen machen. Aber anstatt mich über 100 Dinge zu ängstigen und zu hadern, mir Sorgen zu machen und mir meine Hilflosigkeit vor Augen zu führen, ist es viel, viel besser, dass ich mir eine Sache heraussuche, wo ich konkret etwas tue und beitrage. Sei es anderen Menschen zu helfen, sei es etwas für die Umwelt, vielleicht und oft noch besser gemeinsam mit anderen. Sich eine konkrete Sache herauszusuchen, hilft Ihnen selbst und der Welt viel mehr, als sich über 100 verschiedene Dinge aufzuregen und letzten Endes nichts zu tun. Nun eine letzte Frage. Ich habe das Gefühl, dass ich durch die häusliche Isolation psychische Probleme entwickelt habe. An wen kann ich mich wenden? Nun, es gibt hier, abgesehen von nahestehenden Personen, die Sie hoffentlich auch anrufen können, aber es gibt hier eine ganze Reihe offizieller Stellen, die Sie anrufen können. Ich habe Ihnen hier einige aufgelistet, die Sie auch sicherlich in den Unterlagen zu diesen Patiententagen finden werden. Es gibt also eine Reihe von Kriseninterventionstelefonnummern, Ansprechstellen bei Sorgen und Nöten, die Sie kontaktieren können und die auch kostenlos sind. Nun, zum Abschluss meines Beitrages möchte ich Ihnen noch eine kleine Anekdote erzählen. Eine Geschichte von zwei kleinen Kindern. Nennen wir sie Susi und Robert. Die Susi und der Robert, die sagen, ja, unser Lehrer, der ist so ein Gescheiter und der löst so gern Rätsel. Ich hätte so gerne mal ein Rätsel, das der nicht lösen kann. Und da sagt der Robert zu Susi, du Susi, ich hätte schon eine Idee. Ich habe zu Hause einen Vogel. Wir nehmen das Vogel und wir gehen zum Lehrer und wir fragen ihn, ob das Vogel tot ist oder ob es lebt. Aber ich habe das Vogel hinter meinem Rücken, also er kann es nicht sehen. Und wenn er sagt, dass es tot ist, dann lasse ich es fliegen. Und wenn er sagt, es lebt, ja, dann, ja, zwei kleine Lauskinder halt. Nun gesagt, getan, beide gehen zum Lehrer und der Robert sagt zum Lehrer, lieber Lehrer, du löst doch so gerne Rätsel. Wir glauben, wir haben ein Rätsel gefunden, das du nicht lösen kannst. Und der Lehrer tritt vor die beiden Kinder und sagt, lasst hören. Und der Robert sagt, du, ich habe da einen Vogel hinter meinem Rücken und wir wollen von dir wissen, ob es tot ist oder ob es lebt. Der Lehrer macht große Augen. So ein Rätsel hat er wirklich noch nie gehört. Er geht im Kreis herum, rauft sich die Haare und nach ein paar Minuten tritt er vor die beiden Kinder und sagt, ich habe des Rätsels Lösung. Egal, ob das Vogel lebt oder ob es tot ist. Du hast es in der Hand.
Damit wünsche ich Ihnen noch gute Patiententage, alles Gute für diese Corona-Zeit. Bei Fragen können Sie auch mich selbst gerne kontaktieren. Ich weise noch einmal auf die Seite gemeinsamaktiv.at hin und auch auf unsere Gesundheitsinitiative für Unternehmen und Organisationen My21. Alles Gute und noch einen schönen Tag. Danke für den spannenden Input. Eine andere Belastung ist die Einsamkeit durch die soziale Isolation. Unsere nächste Expertin ist Frau Dr. Birgit Hlatschek-Kermer. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und leitet die medizinische psychologische Abteilung an der MedUni Wien. Sie wird auf dieses Thema Einsamkeit und gefühlte Einsamkeit eingehen und Ihnen zeigen, was Sie selbst tun können, wie Sie sich in der Quarantäne eine Struktur schaffen können und wie Sie auch andere unterstützen können, die unter Einsamkeit leiden. Bleiben Sie dran, es wird wieder spannend und am Ende werden Fragen beantwortet, die wir von Ihnen im Vorfeld bekommen haben.